Seit knapp 3,5 Jahren hat sich in der Kongresshalle schon einiges getan. Der Look des markanten Backsteingebäudes soll auch nach der Fertigstellung erhalten bleiben. Lediglich der neue Veranstaltungsraum wurde weiß gestrichen. Immanuel Baumann, der neue Leiter des Dokumentationszentrums, ist mit dem bisherigen Baufortschritt zufrieden. Im Moment ist vor uns, um uns herum, eine große Baustelle. Die Ausstellungsfläche, die alte, wird ertüchtigt, sie wird auch erweitert. Es kommt aber auch ein großer Veranstaltungssaal dazu. Wir haben dann auch eine Gastro dabei, Funktionsräume, die wichtig sind. Aber das Entscheidende neben diesen Baumaßnahmen ist, dass sich auch inhaltlich so viel verändert hat. Die Erhaltung und Modernisierung ist ein Zeichen dafür, dass die Ereignisse und Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg nicht in Vergessenheit geraten. Mit der Eröffnung wird eine neue Dauerausstellung im Dokumentationszentrum ihren Platz finden. Immanuel Baumann ist für die Entwicklung der neuen Ausstellung verantwortlich. Er sieht die Neukonzeption als notwendig. Hat sich sehr vieles verändert in der Forschung, in unserem Verhalten, wie wir Bilder, Texte lesen. Wir lesen viel kürzere Texte, nicht mehr so lange. Und es ist einfach generationell viel weiter zurück. Deswegen war es unbedingt notwendig, die Ausstellung neu zu konzipieren und auf die Gegenwart und auf die künftige Generation hin zuzuschneiden. Aber die Ausstellung wird bei Jahresende noch nicht da sein. Die wird erst noch eingebaut. Wann das der Fall sein wird, da geben wir Gas, wir geben uns alle Mühe. Im Ziel ist Ende 25. Die Erweiterung erfolgt innerhalb des Nordflügels der Kongresshalle. Der Bau erfordert einen behutsamen Umgang mit dem denkmalgeschützten Gebäude und dem vor 2 Jahrzehnten von einem Grazer Architekten hinzugefügten Anbau. Dieser soll auch in Zukunft als Zugang genutzt werden. Der neue Haupteingang liegt jedoch ebenerdig. So soll die Zugänglichkeit erleichtert werden. Bis zur Fertigstellung gibt es derzeit eine Interimsausstellung. In der großen Ausstellungshalle wird über die Geschichte der Reichsparteitage und des Geländes informiert. Die Interimsausstellung ist wie so ein Brühwürfel. Der mag klein erscheinen, aber wenn man sich Zeit nimmt, kann man da sehr viel rausholen. Das sage ich jetzt im Blick auf alle, die die alte Doku-Ausstellung noch kennen, die ja auch sehr groß war. Die neue wird noch größer. Aber verglichen mit der alten kann diese Interimsausstellung sehr klein erscheinen. Also bitte nicht enttäuscht sein, sondern sich einlassen auf die kleinen Kostbarkeiten oder auch die Zumutungen. Die verschiedenen Maßnahmen werden von der Stadt Nürnberg mit Hilfe des Bundes und des Freistaats Bayern umgesetzt. Die Kosten belaufen sich derzeit auf rund 25 Millionen Euro. Wenn alles weiter nach Zeitplan läuft, kann die neue Ausstellung Ende 2025 eröffnet werden.